Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 7. März 2024 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten an der Saporischschja-Frontlinie im Süden. Heute gibt es auch offiziell die Bestätigung der erhöhten russischen Aktivität am Frontabschnitt Robotyne-Werbowe. Ein Sprecher des ukrainischen Generalstabs meldet in den vergangenen 24 Stunden ganze 16 russische Sturmversuche im Bereich dieser zwei Dörfer. Bereits gestern haben wir neue russische Angriffe besprochen, als Folge dessen die Grauzone erweitert wurde. Heute gibt es einige Nachkorrekturen auf Basis neuer Informationen von beiden Seiten. An den letzten russischen Angriffen war dieses Mal das 291. motorisierte Schützenregiment beteiligt, welches zur russischen 42. Division gehört. Dieser Verband konnte nun zwischen Robotyne und Werbowe im Sommer verlorenes Gelände zurückgewinnen. Einerseits konnten Truppen dieses Verbandes nordöstlich der Siedlung Nowoprokopjewka an einigen Waldstrichen Positionen einnehmen. Damit wird auf einer Breite von mehr als 3 Kilometern ein russischer Vorstoß in Höhe von 500 Metern registriert. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser dunkelrote Bereich von der grauen in die rote Zone. Zum heutigen Tag gibt es nach wie vor russische Bemühungen, sich in den grau markierten Bereichen festzusetzen. Das betrifft hauptsächlich diese zwei Stellungssysteme, die die russische Seite in den vergangenen 24 Stunden angreift. Die Ukraine leistet weiter Widerstand. Im Raum Werbowe erreichte eine russische Gruppe bereits gestern diesen Teil der Surowikin-Linie. Bis heute gibt es keine Bestätigung dafür, dass diese sich dort festsetzen konnten. Jedoch wurde etwas südlicher eine Korrektur an der Frontlinie vorgenommen. Hier konnten russische Kräfte auf einer Breite von 2 Kilometern und bis zu 600 Metern vorstoßen. Im Vergleich zum Vortag fällt damit auch dieser dunkelrote Bereich von der grauen in die rote Zone. Das russische Militär unternimmt an diesem Abschnitt weitere Angriffe. Damit können wir festhalten, dass das russische Militär an diesem Frontabschnitt die Offensivoperationen wieder aufgenommen hat und das mit neuen Kräften. Wie schon mehrmals angesprochen, bleibt aus russischer Sicht die Einnahme der Siedlung Robotyne und damit das Einnehmen des gesamten ukrainischen Vorstoßes eines der nächsten Ziele. Wie bereits in den letzten Wochen angesprochen, verlegte die Ukraine im Zuge dessen neue Kräfte an diesen Frontabschnitt. Unter anderem die 116. Mechanisierte Brigade wurde vom Frontabschnitt Avdiivka hierhin zurückverlegt. Laut einer russischen Quelle wurde angeblich auch die 141. Infanteriebrigade an diesen Abschnitt hinverlegt. Der Verband zählte zu den nicht eingesetzten ukrainischen Reserven und besteht aus 6 Bataillonen. Angeblich sollen alle 6 Bataillone hier aktiv sein. Mithilfe öffentlicher Quellen lässt sich das allerdings noch nicht nachweisen. Dazu soll auch die 154. mechanisierte Brigade erstmals an die Front verlegt worden sein. Der Verband ist einer von 5 mechanisierten Brigaden der 150er-Reihe, die seit Herbst vergangenen Jahres neu gebildet werden. Bisher gab es keine Bestätigung dafür, dass eine der 5 Brigaden bereits an den Kampfhandlungen beteiligt ist. Heute gibt es hier den ersten Hinweis der russischen Seite. Falls es eine Bestätigung bezüglich dieser zwei Verbände geben sollte, dann werde ich definitiv nochmal darauf zurückkommen. Damit bewegen wir uns auch schon weiter in Richtung Donbass. Am Frontabschnitt Marienka greift die russische Seite weiter lokal an. In der Siedlung Nowomichailowka bleibt der russische Druck dabei am höchsten, wie ukrainische Soldaten vor Ort berichten. Ein Soldat der ukrainischen 46. Brigade deutet an, dass es im Dorf an Kräften mangelt. Die russische 39. und 155. Brigade unternimmt weitere Angriffe an verschiedenen Abschnitten. Neben dem Zentrum, den wir in den letzten Tagen bereits besprochen haben, wurde auch südwestlich des Dorfes ein russischer Angriff registriert. Eine Drohnenaufnahme der ukrainischen 79. Luftsturmbrigade zeigt einen russischen Großangriff. Eine russische Kolonne, bestehend aus zahlreichen gepanzerten Fahrzeugen, bewegte sich entlang dieser Straße in Richtung der südwestlichen Grenze der Siedlung Nowomichailowka. Dort geriet die russische Kolonne unter ukrainischen Beschuss. Ukrainische Kräfte konnten dieser Kolonne einiges an Verlusten zufügen. Die 79. Brigade nennt die Zerstörung von 12 Fahrzeugen verschiedener Typen, darunter auch 4 Kampfpanzer.
Und auch die Drohnenaufnahme bestätigt die Zerstörung zahlreicher russischer Fahrzeuge. Nichtsdestotrotz erreichten russische Truppen die Grenze des Dorfes und landeten dort. Was danach passiert ist, ist nicht ersichtlich. Zum heutigen Tag ist es gut möglich, dass russische Soldaten die ersten Ruinen im Dorf bereits eingenommen haben. Dementsprechend wurde die graue Zone in diesem Bereich erweitert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieses Stellungssystem aktuell von russischen Truppen besetzt ist. Die Ukrainer haben es sehr wahrscheinlich verlassen. Bei weiteren Informationen wird es hier konkretere Korrekturen am Frontverlauf geben. Bisher bleibt dieser Bereich eine größere Grauzone. Und auch im Zentrum und im östlichen Teil von Nowomichailowka bleibt die graue Zone vergrößert. Auch hier sind wir auf weitere frische Informationen angewiesen. Diese gibt es zum heutigen Tag noch nicht. Außerdem melden ukrainische Soldaten vor Ort russische Vorstoßversuche nordwestlich der Siedlung Poberda, also in diese Richtung. Zudem im Bereich der Siedlung Jorchiwka, hier gibt es aber keine Details. Die russische Artillerie und Luftwaffe bombardiert hauptsächlich das Dorf Krasnogorowka. Wie aktuelle Drohnenaufnahmen festhalten, insgesamt nimmt die russische Aktivität hier ein wenig zu, während die russische Seite westlich von Avdiivka ein wenig zurückhaltender ist und sich umgruppiert. Die ukrainischen Kräfte versuchen aktuell nördlich der Siedlung Georgiwka einige Gegenangriffe durchzuführen und die Russen hier in Richtung der Stadt Marienka zurückzuwerfen. Es kommt zu Kämpfen. Bisher gibt es keine Bestätigung für einen ukrainischen Erfolg. Der Frontverlauf bleibt auch hier erstmal unverändert. Weiter geht's mit der Stadt Avdiivka. Wie auch in den letzten Tagen kommt es heute zu Stellungskämpfen in allen drei Siedlungen an der Frontlinie. Beide Seiten unternehmen abwechselnd Angriffe, haben aber im Grunde keinen wesentlichen Erfolg. Wir starten kurz mit Tonenke. Eine Quelle berichtet heute, dass die ukrainischen Kräfte die Russen vollständig aus dem Dorf zurückgeworfen haben. Diese Information entspricht zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht der Realität und wird auch von Soldaten vor Ort dementiert. Russische Truppen bleiben weiter im östlichen Teil des Dorfes präsent und versuchen, die Kontrollzone im Dorf zu erweitern. Die Ukraine setzt FPV-Drohnen ein und kann so viele russische Angriffe stoppen. Seitens der russischen Seite gibt es große Bemühungen, die Ukraine aus dem Dorf zu werfen, aber zumindest der westliche Teil des Dorfes bleibt weiter unter ukrainischer Kontrolle. In der etwas nördlicher liegenden Siedlung Orljewka bleibt alles beim letzten Stand. Lediglich südlich des Dorfes konnte das russische Militär ein Stück vorrücken. In den letzten Tagen haben wir bereits besprochen, dass russische Truppen vom Süden her versuchen, den Sorjanski-Teich zu erreichen und sich an ihm festzusetzen. Tatsächlich ist das den russischen Truppen auch gelungen. Einmal wurde dieser Waldstrich vollständig von russischen Truppen besetzt und außerdem auch der Waldstrich direkt am Sorjanski-Teich. Damit fällt hier im Vergleich zum Vortag dieser dunkelrote Bereich von der grauen in die rote Zone. Dieser neue Geländegewinn gibt der russischen Seite nun auch die Möglichkeit, das Dorf Donenke an der nördlichen Flanke anzugreifen und möglicherweise zu versuchen, sich im Dadscha-Gebiet im Norden von Donenke festzusetzen. Gerade im Hinblick auf diesen Teil von Donenke sind in den nächsten Tagen Korrekturen an diesem Frontabschnitt realistisch. Und zum Abschluss kurz zur Siedlung Berdytschy. Auch dort kommt es weiter zu Kämpfen. Die ukrainische 47. Brigade unternahm hier einen Gegenangriff außerhalb des Dorfes. Dabei wurde die russische Infanterie vollständig von diesem Waldstrich hier zurückgeworfen. Dieser war nämlich noch bis gestern zu einem Teil in der roten Zone. Damit wird der gesamte Waldstrich grau. Es kommt weiter zu Kämpfen an der Grenze der Siedlung. Zum Abschluss springen wir noch kurz an die Situation um Bachmut. Dort unternahm die russische Seite erneut Angriffe in der Region Klischiwka, allerdings in einem deutlich geringeren Umfang. Hier konnte die Ukraine erfolgreich Widerstand leisten und zur Siedlung Iwaniwska gibt es zum heutigen Tag leider keine Updates. Hier gibt es dann auf jeden Fall in den nächsten Tagen wieder frische Informationen. An der nördlichen Frontlinie bleibt alles beim Alten, dementsprechend springen wir noch kurz hinter die Frontlinie. Am heutigen Morgen unternahm die ukrainische Luftwaffe einen Drohnenangriff auf ein Stahlwerk des russischen Metallurgieunternehmens Severstal. Angegriffen wurde dabei das Werk in der Stadt Tscheribaverts. Die Stadt liegt nördlich von Moskau. Die Entfernung zur russisch-ukrainischen Frontlinie beträgt zwischen 800 und 900 Kilometer Luftlinie. Laut dem örtlichen Gouverneur habe eine Drohne in der Nähe eines Hochofens eingeschlagen, welcher anschließend beschädigt wurde. Opfer gab es laut russischen Aussagen nicht. Für den Angriff setzte die ukrainische Luftwaffe ihre selbstproduzierte Drohne ein.
Die Drohne hat eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometern und einen über 75 Kilogramm schweren Sprengkopf. Und damit ziehen wir auch den heutigen Bericht nicht weiter in die Länge. Wenn Ihnen meine Zusammenfassung gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal sehr freuen. In der Videobeschreibung gibt es anderweitige Möglichkeiten, meine Arbeit zu unterstützen. Ich bedanke mich herzlich im Voraus. Und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin einen schönen Abend.